Hallo liebe Fußballfreunde und seid herzlich willkommen hier zum nächsten Grand Prix und es ist Spa. Wir befinden uns in Belgien. Das könnte interessant werden. So viel kann ich sagen. Also hier haben wir ein Setup für Belgien. Ich gehe das hier mal durch, wenn ihr auch das haben wollt. Das viel Wichtigere ist aber, ich will einfach nur schon mal eben hier die Lilan aus. Das viel Wichtigere ist aber, wie sieht es mit dem Wetter aus? Ich will kein Regen! Warum? Warum ist es wieder Regen? Warum? Warum ist es schon wieder Regen? Könnt ihr mir das erklären, warum schon wieder Regen ist? Ich habe mich jetzt endlich auch mal wieder auf ein trockenes Rennen gefreut, gerade in Belgien. Das gibt's doch nicht. Die letzten Rennen regnet es nur. In England hat es geregnet. In Ungarn hat es geregnet. Und jetzt regnet es hier in Belgien. Dreimal hintereinander. Das ist doch nicht euer Ernst. Boah. Okay, nur mal ganz kurz gucken, ob alles, also nur Kurvenschaltgetriebe. Das ist aus, also ist alles so geblieben auf jeden Fall. Da habe ich 57. Jetzt ist die Frage, ja komm, ich mach fliegende Runde. Ich mach einfach mal fliegende Runde. Ich fahr nicht raus. Boah, ey, das ist doch echt. Jetzt wird es interessant. Ich wette, im Rennen steht dann da Abkürzung. Hier bremst mich gerade Palmer aus, aber... Ja, ich lasse ihm mal den Vortritt. Ich will einfach nur eine Runde erstmal fahren. Ein bisschen das Gefühl haben, auch für Schaltgetriebe. Und Palmer, kannst du nicht ein bisschen schneller fahren, bitte? Okay. Ich würde sagen, zurück in die Garage. Gemeinsam werde ich jetzt nach einem Regensetup schon mal suchen. Also es geht. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,55,3. Aber das kann doch nicht sein, dass es schon wieder regnet. Ohne Witz, das regt mich richtig auf. Das regt mich richtig auf einfach nur. Boah. Okay, ich habe hier jetzt schon mal das... für Regen. So, ich bin... Oh, im ersten Sektor war ich schnell.
Also mir ist die Zeit hier jetzt erstmal egal. Wichtig ist, was ich gleich abliefer. Und zwar beim Qualifying. Boah, ey, das aber ich sage euch jetzt schon, das ist jetzt so Horror. Boah, ey. Ja. Und ich bin immer noch die beste Erstsektorzeit gefahren. Möchte ich nur mal eben hier anmerken. Obwohl es auch nur minus 1,5 Sekunden oder so waren, zu Wehrlein, der als erstes gefahren ist. Interessiert mich nicht. Oh. Okay, Qualifying. Daniel, konzentrier dich. Nimm sonst vielleicht etwas mehr Benzin mit. Es ist Zeit fürs Qualifying hier. So. Wir überprüfen jetzt erstmal unser Setup. So, unser Setup haben wir runtergeladen. Für 8,7 Runden. Das ist in Ordnung. Sind zwar dann vielleicht etwas schwerer, oder ich mache mal 7,8, nur vielleicht fahre ich zwei Runden dann, um eben auch eine gute Zeit zu fahren. Hier regnet es nicht, aber im Rennen. Na, da fährt schon jemand raus. Lass mal kurz gucken. Jede Menge Platz. Alonso, jetzt kommt Vettel. Jetzt fährt mein Teamkollege raus. Warte, Raikön. Verstappen. Jetzt Perez. Jetzt kommt Mercedes. Ich höre da doch schon Mercedes. Hm. Okay, pass auf, ich zähle jetzt 15 Sekunden runter. Ab jetzt. 15, 14, 13, 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9. Alles klar. Na toll! Natürlich ziehe ich so, dass dann auch noch jemand an mir vorbeifährt. Ja. Was eine schöne Strecke. Mir ist gerade keiner. Ich lasse mal ein bisschen Abstand. Das ist ja auch im Grand Prix die Strecke mit den wenigsten Runden, sind ja nur 44. Jetzt kommt es drauf an. Hm.
Das ging gut. Jetzt weiß ich, warum man da auf 5 schalten soll. Scheiße. Scheiße. Auch kann das trotzdem schnelle Runde werden? Ja. Viel, viel besser genommen. Scheiße, verschaltet. Alter, fast eine Sekunde. Nice. Du bist gerade die bislang schnellste Runde gefahren. Saubere Arbeit. Okay. Das Blöde ist, es hat nicht im Training geregnet. Das wäre eigentlich echt cool gewesen. So. Ich gehe nicht in die Garage so, weil ich muss die Boxeneinfahrt üben. Weil das habe ich im Training nicht gemacht, das war mein Fehler. Boah, und dann auch noch im Rennen, ey. Das ist einfach so blöd. Das regt mich richtig auf. Und das habe ich diesmal gut genommen. Die Kurve zum dritten Sektor. Oh, nicht aufs Gras kommen. Okay, wir können dich diese Runde reinholen.
Oh, das war noch knapp. Aber war gut. Okay. Runterkommen, erstmal schön runterkommen. Alter. Die Strecke macht mich jetzt schon fertig, muss ich zugeben. Die macht mich jetzt echt schon fertig. Boah, ey. Heidewitzka. Von jetzt auch nochmal schnell Zeit. Bottas ist aktuell Zweiter. Ich will wissen, was seine Zeit ist. Ob das doch deutlich ist oder knapp. 9 Zehntel, alles klar. Oh, ey, das kann was werden, ey. Das kann jetzt echt was werden. So, ich würde sagen, ich mache jetzt nochmal 10. Wäre toll, wenn ich von der 1 starten würde, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Vorteil ist. Mein Ziel ist es, Punkte zu holen. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Es bleibt so. Spannen, sehen wir uns die Top 3 Ocon, Bottas und Sebastian Vettel. Fürs erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Ja. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, ich hoffe natürlich, ihr seid da mit dabei. Also, es ist jetzt schon für mich auch eine Herausforderung. Ich habe hier mein Regensetup schon rausgesucht. Ich finde es immer noch blöd, dass es regnet. Also, vielleicht müssten wir nicht in die Box gehen, so wie wir es auch in Ungarn gemacht haben. Da sind wir auch durchgefahren. Das Ding ist aber, Belgien ist eine lange Strecke, wo der Reifenverschleiß auch etwas höher ist. Wir haben ja auch einen Force India. Zum Glück haben wir jetzt keinen Renault oder Toro Rosso, weil bei den beiden, glaube ich, ist es hier im Spiel so, da ist der Reifenverschleiß auf Belgien auf jeden Fall höher. Ich hoffe aber, euch hat hier die Folge gefallen. Wenn es so ist, lasst doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, es wird interessant. Regen in Belgien, in Spa. Ich habe nur ein Ziel, und zwar Punkte. Ob nun der Dritter, Vierter, Fünfter, ohne Witz, das ist mir vollkommen egal. Denn hier habe ich nicht so hohe Ansprüche, wie auch noch auf anderen Strecken, die kommen. Die Anfangsstrecken, die wir schon hatten, waren alle cool. Okay, vielleicht nicht Monaco. Mir jetzt mal Monaco aus Acht genommen. Aber Malaysia kommt noch. Japan kommt noch. Japan ist auch meine Hassstrecke. Mit einer meiner Hassstrecken mit Monaco zusammen. Ich mag Japan überhaupt nicht. Ja, und ansonsten wird es noch recht interessant. Es sind ja auch nicht mehr so viele Rennen zu fahren. Es dauert zwar noch immer, aber morgen konzentrieren wir uns auf das Rennen. Schaltet also unbedingt wieder rein und ich wünsche euch bis dahin was und bis dahin Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Formel 1 und Fußballfreunde da draußen und bis zum nächsten Mal und rein und tschüss.